Komm und begleitet mich. Wir gehen jetzt zu einem der langjährigsten Fans, den wir einen kleinen Überraschungsbesuch machen, haben ein kleines Paket geschnürt. Das ist die Nancy Reinke und ihre vier Jungs. Ich hoffe, dass sie jetzt ganz überrascht ist, wenn wir da reinkommen, und hoffe, dass sie auch da ist. Also auf geht's. Oh, ja, da ist sie ja. Da ist sie ja doch zu Hause. Nancy, meine Gute, wir haben einen kleinen Überraschungsbesuch für dich geplant. Super, ihr seid toll. Ja? Ja, super. Jungs, guck mal, wer hier ist. Hi Jungs. Okay. Wir haben für eure Mama, weil sie ja nun schon sehr, sehr lange ein ganz, ganz treuer RB-Fan ist, haben wir so ein kleines Paket geschnürt. Hoffe, wir machen euch damit eine Freude. Für die Kleinen ein schöner Fußball. Aber der ist, glaube ich, nicht zum Fußballspielen im Garten, weil da sind die Unterschriften mit drauf. Da ist er viel zu wertvoll. Aber wir haben auch ein schönes Trikot für euch mit reingebracht. Warte, da muss ich natürlich jetzt noch mal kurz die Maske aufsetzen. Dann möchte ich dir das jetzt gerne im Namen deiner Jungs überreichen. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gestört. Haut rein und schönes Weihnachtsfest. So, jetzt bin ich auf dem Weg zur Familie René Brause, auch ein langjähriger Fan, der schon lange dabei ist, zu ihm und seiner Familie. Habe ein kleines Paket geschnürt, hoffe, dass wir ihn damit überraschen können und dass er dann ganz viel Freude hat. Harry, was machst du denn hier? Ja, hallo. 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 Ich komme zu einem kleinen Überraschungsbesuch. Hoffe, dass ich euch damit eine ganz, ganz große Freude mache. Ich bleibe mal auf Abstand, weil dann darf ich meine Maske auch absetzen. Habe auch was mitgebracht. Für die Mädels natürlich ein hübsches T-Shirt. Für den Herrn des Hauses einen hübschen Ball. Finde ich total cool, weil der ist unterschrieben von unseren Jungs. Für mich ist es einfach nur schön, dass wir die Möglichkeit von RB haben, diese Fannähe trotz Corona zu halten. Wünsche euch natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest. Hoffe, dass ihr auch weiterhin ins Stadion kommt. Wann wart ihr das letzte Mal da? Im März. Im März? Zum Champions League-Spiel. Ja. Oh, zu dem großen Highlight, was uns dann ins Viertelfinale gebracht hat. Ja. So, wem darf ich das jetzt das erste Mal überreichen? Euch. Ne? Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und ein bisschen Freude. Und könnt trotz alledem ein schönes Weihnachtsfest machen. Also vielen Dank. Ja. Wir danken auch. Ja. Ich wünsche euch alles Gute. Und dann sehen wir uns irgendwann im Stadion wieder. Ja, genau. Also, ciao, macht's gut. Tschüss. Tschüss.